gehen immer auf Sieg. Aber wir haben jetzt nicht erwartet, dass die Mannschaft so stark geworden ist. Sie haben sich sehr gut verstärkt auch. Und war eine Partie, da hätte jeder gewinnen können, denke ich mal. Also es war ein glücklicher Sieg. Wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben. Und ja, nehmen die 3 Punkte mit hier in der Sauna. Ja, wir wollten heute halt unbedingt gewinnen, dass wir kurz vorm Ende den Anschluss ans Mittelfeld schaffen und nochmal 9 Punkte auf den letzten Platz halt haben. Wir sind ja in einem Jahr durchmarschiert von unten nach oben. Das ist natürlich Klassenerhalt das Ziel. Wir wollten unbedingt gewinnen. 40 Sekunden vor Ende sah es auch gut aus. Ja, und dann kriegt man 2 Tore. Darf nicht passieren. Ja, Schiri hat eigentlich ganz gut gepfiffen. Manchmal so, aber war eigentlich relativ alles ganz gut gewesen. Also kann man nicht meckern. War wirklich eine faire Partie halt, hat auch Spaß gemacht. Waren der glückliche Sieger, muss ich sagen. Also hätte jeder siegen können in dem Spiel natürlich. Nein, noch nicht. Also wir wollen ins Mittelfeld den Anschluss schaffen. Ja, heute hätten wir gewonnen. Sähe es viel besser aus, dann wären wir zufrieden in die Sommerpause gegangen. So wollen wir uns halt weiter sukzessive verstärken und uns dann über den Zeitraum in der Liga wirklich etablieren und Richtung Mittelfeld uns vorkämpfen. Wir haben jetzt eine neu formierte Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft. Wir haben auch 2 B-Jungspieler noch bei uns und wir sehen uns erstmal im Mittelfeld. Also nach oben gibt es 2, 3 Top-Mannschaften, da hat man halt wirklich keine Chance. Aber so Mittelfeld diese Saison und nach peu à peu nach oben. Also probieren alle zu schlagen, die wir können, aber manche kann man halt hier in der Liga leider nicht schlagen.